Mein Name ist Hermann Wentker, ich bin Historiker und befrage heute Markus Meckel, den letzten Außenminister der DDR im Jahre 1990. Es waren turbulente Zeiten. Die friedliche Revolution hatte die alte DDR-Führung hinweggefegt und nach demokratischen Wahlen im März war eine neue Regierung in Ostberlin gebildet worden. Nun ging es um die Vereinigung der beiden deutschen Staaten. Das ging nicht nur die Deutschen etwas an, sondern auch deren Nachbarn und Verbündete. Es kam also zu Verhandlungen zwischen den Regierungen und besonders zwischen den Außenministern. Am 22. Juni 1990 fanden solche Verhandlungen in Berlin statt. Kurz davor wurde unter Anwesenheit der Außenminister der DDR, der Bundesrepublik, der USA, Großbritanniens und Frankreichs in einem vielbeachteten Event das Kontrollhäuschen am Checkpoint Charlie abgebaut. Herr Meckel, wer hatte denn die Idee, am 22. Juni das Kontrollhäuschen am Checkpoint Charlie abzubauen? Und was haben Sie damals davon gehalten? Das war eine amerikanische Idee. Ich habe später erfahren, dass J.D. Bindenagel, der damalige Gesandte, amerikanische Gesandte in Ostberlin, diese Idee für sich in Anspruch nimmt. Das war eine ambivalente Veranstaltung. Es war ein typisches Event mit Publicity und großer Öffentlichkeit, wenig mit Inhalten, mit denen wir zu tun hatten in den Verhandlungen. Und man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass die Amerikaner Bilder brauchten, nachdem der 9. November nun ja völlig ohne Amerikaner ablief. Die Bornholmer Straße, die friedliche Revolution, all das war prägend für diese Ereignisse. Aber ohne diese Bilder und die Verhandlungen waren nicht so spannend. Also schuf man ein Event, das dann kam. Das interessant war für mich dann auch noch das Zweite, dass man so richtig nochmal merkte, die Amerikaner sind hier Herr im Haus. Sie laden ein. Selbst die Bundesregierung war Gast. Selbst der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin, die dann teilnahmen, war Gast. Ich ja sowieso, weil es im Westen Berlins war. Das heißt, das war das letzte Event, wo die alten Alliiertenrechte, die Besatzungsrechte nochmal von den Amerikanern geprägt wurden, mitten in Berlin. Das war für mich merkwürdig, aber es war bezeichnend für diese Zeit. Es gibt ein Gruppenfoto von diesem 22. Juni, auf dem Sie neben den anderen Außenministern zu sehen sind. Sie unterschieden sich mit ihrem wallenden Bart ja ganz deutlich von ihren Amtskollegen. Und das hing ja auch mit ihrer Herkunft aus der ostdeutschen kirchlichen Friedensbewegung zusammen. Für einen Außenminister ein ganz ungewöhnlicher Werdegang. Können Sie kurz skizzieren, wie Sie aus einem evangelischen Pfarrer in der DDR zum Außenminister wurden? Also dieses Äußere gilt natürlich nicht nur für mich, sondern das gilt auch für alle Länder, wo Demokratien entstanden sind durch Revolutionen. Schauen Sie sich Václav Havel an, Jiří Dienstbier, der Heizer vorher. Und wir hatten natürlich alle Schwierigkeiten, uns in diese formellen Anzüge und dieses formelle, den Umgang, dieses Protokoll hineinzubegeben. Es gibt einen wunderbaren Film von Havel, in dem das auch dargestellt wird. Das ist das eine. Das andere ist natürlich der eigene Weg. Als Pfarrer hatte ich auch nie einen Anzug an, weil mir diese Art bürgerlicher Umgang fern war. Ich trug dann als Außenminister in der ersten Zeit meinen ersten Anzug, außer der Ordination. Dass ich Außenminister wurde, hat einfach damit zu tun, mit dieser friedlichen Revolution, mit dem runden Tisch, mit der freien Wahl. In der friedlichen Revolution hatten die neuen demokratischen Bewegungen gemeinsam mit der Sozialdemokratischen Partei, waren die Akteure. Nach der freien Wahl hatten die meisten derer, die im Herbst wichtig waren, dann keine wirkliche Rolle mehr, sondern die alten Blockparteien, die natürlich von den westlichen Parteien dann an die Hand genommen waren, waren die prägenden Akteure. Die Sozialdemokraten waren, das heißt meine Partei, waren die einzigen, die an beiden Teilen dieses Jahres eine Rolle spielten. Ich wurde Außenminister nach den Koalitionsverhandlungen. Wie haben Sie im Frühjahr 1990 nach Bildung dieser demokratisch gewählten DDR-Regierung die außenpolitische Situation und den außenpolitischen Handlungsspielraum der DDR eingeschätzt? Also der Handlungsspielraum, wenn ich das nachträglich sehe, war natürlich ausgesprochen gering. Die 2+4-Verhandlungen haben schon vorher begonnen auf der Beamtenebene. Was ich ehrlich gesagt, und habe das Genscher auch gesagt, Fernunde in Kiel, dass die noch nicht mal warteten, bis die kommunistische Regierung weg ist und dann schon gleich dort beginnt. Und er sagt, das war ja nur technisch. Aber das war natürlich Unsinn, denn nur Technisches gibt es in der Politik nicht. Wenn die Tagesordnung festgelegt wird, ist das nicht nur technisch. Das heißt, das Problem war, dass eigentlich mit einer eigenen Rolle der demokratischen DDR-Regierung nicht gerechnet wurde. Der Westen hatte sich vorher abgesprochen in den zentralen Punkten. Und das war dann im Wesentlichen gesetzt. Die Amerikaner wollten die NATO-Mitgliedschaft, die Russen, die Sowjets wollten sie nicht. Und wie man das hinkriegt, war eine Frage, mit der wir uns auch beschäftigt haben. Dass es dann wirklich auf die DDR ankam, konnte ich nicht erwarten. Trotzdem habe ich mich mit durchaus Selbstbewusstsein an diese Aufgabe gemacht, habe dann aber natürlich feststellen müssen, dass der Staat, der am Ende dann gar nicht mehr existiert, dann keine wirkliche Rolle mehr spielen kann. Welche Ziele haben Sie damals als Außenminister mit Blick auf die Rolle eines vereinten Deutschlands verfolgt? Und wie haben Sie die Möglichkeit eingeschätzt, diese Ziele auch umzusetzen? Also ich würde drei wichtige Ziele nennen. Das eine war die Anerkennung der polnischen Westgrenze. Das war uns ein ganz großes Anliegen, weil wir anders als die Bundesregierung eben sagten, dass es nicht der Preis der deutschen Einheit, wie Helmut Kohl redete, sondern es war das Ergebnis des Zweiten Weltkrieges. Und die so schnell wie möglich und verbindlich wie möglich anzuerkennen, war das Anliegen. Hier gab es Streit mit Helmut Kohl, mit der Bundesregierung, weil in meinen Augen Helmut Kohl die notwendige Solidarität mit Polen hat fehlen lassen. Das Zweite war die Abrüstungsfrage. Wir wollten, dass abgerüstet wird zwischen Ost und West und wollten uns an dieser Stelle engagieren. Und das Dritte war dann die Dimension gesamteuropäischer Sicherheit. Ich war der NATO gegenüber sehr skeptisch, später nicht mehr in den 90er Jahren, aber damals durchaus, gerade auch im Zusammenhang der Erfahrungen der 80er Jahre. Und war dann einverstanden, vorübergehend Mitglied in der NATO zu sein. Aber wie gesagt, auf uns kam es dann letztlich nicht an. Vielen Dank, Herr Meckel, für das Gespräch. Und vielen Dank an Sie für Ihre Aufmerksamkeit.